Nachdem es im ersten Teil der Videoreihe zum Koreakrieg um die Vorgeschichte des Krieges ging, wollen wir uns in diesem Video mit dem Kriegsverlauf befassen. Das heißt, wir wollen uns die Kriegsjahre 1950 bis 1953 genauer anschauen. Und bevor wir das machen werden, möchte ich nur zwei Dinge noch loswerden. Zum einen die Quellenangaben zu den beiden Karten und zur Fotografie dieser Titelfolie hier. Die seht ihr jetzt unten eingeblendet. Und das zweite ist der Hinweis darauf, wenn ihr das Video zur Vorgeschichte nicht kennen solltet und euch erstmal mit der Vorgeschichte des Koreakrieges vertraut machen wollt, dann könnt ihr unten in die Videobeschreibung schauen und dort findet ihr den Link zum ersten Teil der Videoreihe. So, jetzt können wir aber mit dem Kriegsverlauf beginnen. Wie am Ende vom ersten Teil erwähnt, begann der Koreakrieg am 25. Juni 1950 und der nordkoreanische Staatschef Kim Il-sung, der hatte ja im Grunde schon seit der Gründung Nordkoreas im Jahre 1948, beziehungsweise besser gesagt am 9.9.1948 wurde ja Nordkorea gegründet, seitdem hat er im Grunde darauf hingearbeitet, letztendlich eine Offensive gegen Südkorea durchzuführen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er Stalin davon überzeugen konnte und nachdem er das okay bekommen hat, ist es jetzt so, dass am 25. Juni 1950 diese nordkoreanische Offensive begann. Das Ziel Nordkoreas bei dieser Offensive war es letztendlich, Südkorea zu besiegen, um das südkoreanische Staatsgebiet, das wir hier unten sehen, mit dem nordkoreanischen zu vereinigen und damit einen gesamtkoreanischen Staat hinzubekommen, der allerdings unter nordkoreanischer Vorherrschaft stand. Das heißt also, die Herrschaftsstruktur und er selbst sollten dann natürlich Herrscher hier auch über Südkorea bzw. in einem wiedervereinigten Korea sein. Der Angriff Nordkoreas begann also mit dem Überschreiten des 38. Breitengrades und zugleich griffen nordkoreanische Truppen unter anderem Luftstützpunkte der USA in Südkorea an. Man muss ja noch zu der Zeit wissen, dass Südkorea die ehemalige Besatzungszone der USA ist und noch immer US-Soldaten hier in Südkorea sich aufgehalten haben. Dieser Angriff Nordkoreas, der kam in dieser Form, wie er stattgefunden hat, überraschend. Nordkorea hatte kurz vor dem Beginn der Offensive die Taktik nochmal verändert, da Teile des Plans, des ursprünglichen Plans, bekannt geworden sind. Und demzufolge also gab es einen neuen Angriffsplan und der traf jetzt eben Südkorea überraschender als dieser erste Angriffsplan, beziehungsweise dieser ursprüngliche Angriffsplan. Der US-Botschafter John C. Mercer, der zu der Zeit in Südkorea war, also der Botschafter in Südkorea war, der richtete am 25. Juni noch ein Hilfsgesuch an US-Präsident Harry S. Truman und am gleichen Tag wurde von der UN eine Resolution verabschiedet, die UN-Resolution 82, die die Verurteilung des Friedensbruchs von Seiten Nordkoreas beinhaltete. Nichtsdestotrotz begann der Krieg jetzt zwischen Nord- und Südkorea und zunächst einmal fährt Nordkorea einige Erfolge ein. Und immer wenn die Nordkoreaner erfolgreich waren, seht ihr das Ereignis in roter Schrift dargestellt und immer dann, wenn Südkorea erfolgreich war, beziehungsweise Südkorea plus USA erfolgreich waren, dann seht ihr das Ereignis in blauer Farbe angegeben. Erste Erfolge wurden also knapp südlich des 38. Breitengrades erzielt. Unter anderem wurde die Stadt Chuncheon erobert, aber es wurden noch andere Städte an diesem Tag, die eben nah an der Grenze lagen, von den Nordkoreanern erobert. Am 27. Juni 1950, also einen Tag nach dieser Eroberung von Chuncheon, fanden dann US-Luftangriffe statt, die allerdings mehr oder weniger verpufften, also die nicht wirklich den gewünschten Effekt erzielt haben. Und die USA, die haben dann in der Folge im Laufe des Tages unter anderem den Luftwaffenstützpunkt Suwon, den wir hier sehen, evakuiert. Denn es bestand ja die Gefahr, dass die nordkoreanischen Truppen relativ flott nach Suwon kommen würden. Tatsächlich kamen die nordkoreanischen Truppen auch relativ flott voran. Bereits drei Tage nach dem Beginn der Offensive fiel die südkoreanische Hauptstadt Seoul in die Hände der Nordkoreaner und wiederum nur drei Tage später wurde dann dieser Luftwaffenstützpunkt in Suwon erobert. Noch bevor dieser Luftwaffenstützpunkt in Suwon erobert worden war, gibt es zwei Ereignisse, die ich nennen möchte. Und zwar ist das einmal ein Ereignis vom 29. Juni und eines vom 30. Juni. Am 29. Juni 1950 wurde nämlich erstmals Napalm im Zuge des Koreakrieges eingesetzt und Napalm sollte sehr häufig im Zuge des Koreakrieges eingesetzt werden. Es gibt Schätzungen,
wie viel eingesetzt worden ist, unter anderem von Jörg Friedrich. Und Jörg Friedrich beziffert die Menge des verbrauchten Napalms im Koreakrieg auf 32.357 Tonnen. Also das zeigt einen massiven Gebrauch von Napalm. Und am 30. Juni 1950 ist es so, dass Harry S. Truman, der US-Präsident, beschließt, dass US-Bodentruppen in diesem Kampf gegen Nordkorea eingesetzt werden sollen und es soll auch eine Seeblockade gegen Nordkorea errichtet werden. Damit kann man aber auch sagen, mit diesem Beschluss von Harry S. Truman ist die Idee von Stalin nicht aufgegangen oder nicht Wirklichkeit geworden. Stalin ging ja davon aus, dass die USA nicht in einen Konflikt zwischen Nord- und Südkorea mit Truppen eingreifen werden. Und unter anderem deswegen hat er ja diese Offensive der Nordkoreaner im April 1950 gebilligt bzw. beschlossen, bzw. anders gesagt, er hat sein Ja zu dieser Offensive gegeben. Also dieser Plan, dieser Hintergedanke von Stalin, diese Überlegung ist nicht aufgegangen, ist nicht Realität geworden. Die USA und die US-Truppen, die konzentrierten sich zunächst einmal aber nur auf das Gebiet hier im Südosten von Südkorea, also das restliche Gebiet, das wurde mehr oder weniger hergegeben. Es gibt hier aber noch eine bedeutende Schlacht, die wichtig ist für dieses Gebiet im Südosten. Aber den USA ging es zunächst einmal hier, dieses Gebiet um Busan herum abzusichern. Denn in Busan gab es einen Hafen, der sehr wichtig war. Und von dort aus konnte man den Gegenschlag dann ausarbeiten und später dann durchführen. Allerdings war es sehr wichtig, diesen Befestigungsring hier um Busan zu errichten. Und die Nordkoreaner waren relativ schnell gewesen und es bestand die Gefahr, diesen Befestigungsring nicht rechtzeitig fertigzustellen. Und diese Schlacht von Daejeon zwischen dem 14. und dem 21. Juli 1950, die war ganz wichtig gewesen, um diesen Befestigungsring letztendlich auch wirklich fertigstellen zu können. Es ist zwar so, dass letztendlich die Nordkoreaner diese Schlacht gewonnen haben, ihr seht es ja an der roten Einfärbung, aber es war in gewisser Weise ein strategischer Sieg der USA. Also, was ist passiert? Nordkorea konnte diese Stadt Daejeon einnehmen und erobern und es wurde sogar der Generalmajor William F. Dean von den Nordkoreanern in dieser Schlacht gefangen genommen und er wurde auch erst nach dem Ende des Koreakrieges am 4. September 1953 wieder freigelassen. Aber, und das muss man eben gleichzeitig sagen, die USA konnten dadurch, dass die Nordkoreaner hier aufgehalten worden sind und nicht so schnell nach Süden vorangekommen sind, die konnten hier diesen Befestigungsring fertigstellen. Das ist der sogenannte Busan Perimeter, wenn man einmal danach suchen möchte. Und dadurch konnte man also verhindern, dass die Nordkoreaner auch dieses Gebiet erobern konnten und damit vielleicht sogar den Krieg schon zu einem Ende hätten bringen können. Oder es wäre zumindest sehr, sehr schwer dann geworden, eine Gegenoffensive durchzuführen, wenn man dieses Gebiet hier verloren hätte. So, in der Folge gelang es dann den US-Truppen zusammen mit dem Teil der südkoreanischen Armee, der sich hier befunden hat, den Busan Perimeter zu halten. Also der Busan Perimeter ist das einzige Gebiet im Laufe des Koreakrieges, das von der koreanischen Halbinsel nicht an die Nordkoreaner gefallen ist. Und am 31. Juli 1950 gibt es dann die UN-Resolution Nummer 85 und die beschließt ein militärisches Eingreifen durch UNO-Truppen im Koreakonflikt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Moment einmal, was ist eigentlich mit der Sowjetunion? Die ist doch Teil des Sicherheitsrates, hat die kein Veto eingelegt. Die Sowjetunion, das muss man sagen, hat die Sitzung boykottiert gehabt. Und bei diesen Truppen, die jetzt entsandt worden sind von der UNO, muss man auch sagen, dass 90% der Soldaten von den USA gestellt worden sind. Also im Wesentlichen sind US-Soldaten jetzt mit einem UNO-Mandat ausgestattet, nach Südkorea geschickt worden und nur 10% stammen von 15 Mitgliedstaaten der UNO. Und der Oberbefehl über die Truppen, der geht zunächst einmal an General Douglas MacArthur, der schon seit dem 29. Juni 1950 den Oberbefehl über die anderen US-Truppen in Südkorea hatte. Mit diesen neuen Truppen, mit also dem UN-Mandat und mit dieser Befestigung, die man halten konnte, konnte jetzt eine Gegenoffensive geplant werden und die wurde dann ab dem 15. September 1950 durchgeführt. Das ist die sogenannte Operation Chromite. Diese Operation Chromite sieht wie folgt aus. Ihr seht es hier schon auf dieser Karte eingezeichnet. Es gibt diesen dicken Pfeil. Es sollte nämlich ein Einfall in Incheon stattfinden. Es sollten US-Truppen, also UN-Truppen besser gesagt, hier in Incheon landen
und dann hier nach Norden vorstoßen. Und tatsächlich verlief diese Operation Chromite sehr erfolgreich. Am 15. September 1950 ging es los mit Landungen bei Incheon. Man sieht hier auch mal eine Fotografie. Hier sieht man ankommende US-Truppen, die hier also landen und erfolgreich landen, muss man sagen. Also diese Invasion im Wesentlichen oder dieser Einfall, der funktioniert. Und so wird dann schon kurze Zeit später die Hauptstadt Südkoreas, nämlich Seoul, zurückerobert von den Nordkoreanern. Zugleich ist dieser Einfall von Incheon ein sehr wichtiger in Bezug auf die Truppen Nordkoreas, die sich hier im Süden befinden, denn es konnten die wesentlichen Versorgungswege gekappt werden und damit konnten die nordkoreanischen Truppen mächtig unter Druck gesetzt werden und zugleich konnten sie im Grunde hier eingekesselt werden, denn die US-Truppen konnten sich hier sehr gut ausbreiten, also sie konnten die nordkoreanischen Truppen hier einkesseln und in die Enge treiben. Und damit konnten sie viele nordkoreanische Soldaten gefangen nehmen. Viele wurden auch getötet und es gab einige Soldaten, die es geschafft haben, weder gefangen genommen noch getötet zu werden. Und ein paar davon, die waren dann als Guerillakämpfer hier im Gebiet Südkoreas noch weiterhin aktiv. Allerdings muss man eben sagen, diese Operation Chromite, die war also summa summarum ein großer Erfolg für die UNO-Truppen unter US-Führung. Und damit war der Weg nach Norden jetzt durchaus frei. Allerdings war es jetzt erstmal fraglich, wie es weitergehen sollte. Es gibt da nämlich ein paar Anmerkungen, die es an dieser Stelle zu machen gibt. Erstens, die Chinesen mischen sich jetzt ein und drohen den USA damit, in den Krieg einzutreten, sollte die USA den 38. Breitengrad überschreiten. Also sollte die USA über das eigentliche Staatsgebiet von Südkorea hinaus in das Staatsgebiet von Nordkorea einfallen. Zweitens ist es so, dass das UNO-Mandat eigentlich nur ein Mandat war zur Befreiung Südkoreas von Nordkorea. Also es war eigentlich kein Mandat gegeben, um hier Nordkorea einen Angriffskrieg bzw. einen Offensivkrieg zu führen. Das waren zwei Probleme. Was das erste Problem betrifft, China tritt in den Krieg ein, ist es so, dass General MacArthur nicht davon überzeugt war, dass diese Drohung auch wirklich wahr werden würde. Er hielt das vielmehr für einen Bluff. Denn er glaubte nicht, dass die Chinesen unter Mao Zedong so kurz nach dem Ende des chinesischen Bürgerkrieges wieder in einen Krieg ziehen würden. Und was das Zweite betrifft, dass es kein UNO-Mandat gab, kann man sagen, letztendlich war das egal. Denn US-Präsident Truman stimmt auf Drängen von General MacArthur letztendlich zu, dass die US-Truppen diesen 38. Breitengrad überschreiten können. Also auch ohne gültiges UNO-Mandat wurde der Kampf jetzt gegen Nordkorea fortgeführt mit den UNO-Truppen. Das Ziel des Vorstoßes der USA und das Ziel der USA war es jetzt, das gesamte koreanische Gebiet, also die beiden Staaten, zu vereinigen. Also erst wollten die Nordkoreaner die Wiedervereinigung und haben den Krieg begonnen und jetzt wollen die Südkoreaner bzw. die USA durch den Krieg die Wiedervereinigung erzielen. Die UNO-Truppen kommen auch ziemlich schnell voran. Es wird Pjöngjang eingenommen, die nordkoreanische Hauptstadt, und man stößt sogar bis an die chinesische Grenze vor, wie man hier auf dieser Karte sehen kann. Das ist so der Stand der Dinge vom 24. Oktober 1950. Nun ist es aber tatsächlich so, dass die Chinesen ihre Drohung wahrmachen und mit insgesamt ca. 200.000 Mann in den Krieg gegen die USA, den UNO-Truppen und Südkorea einziehen. Mao Zedong entsendet nämlich ca. 200.000 Soldaten. Allerdings sind das keine regulären Truppen, also das sind jetzt keine regulären chinesischen Soldaten gewesen offiziell, denn Mao Zedong wollte keinen direkten Konflikt mit den USA riskieren, also Mao Zedong wollte keinen Krieg gegen die USA in China haben. Und auch sonst ist es so, dass es in der chinesischen Staatsspitze Uneinigkeiten gab, ob überhaupt Soldaten entsendet werden sollen. Also ich hatte ja schon angedeutet gehabt im ersten Video, dass Mao Zedong zwar seine Zustimmung zur Offensive gibt, in dem Sinne, dass er Unterstützung zusagt, aber es ist nicht so, dass die Chinesen wirklich so vollends begeistert gewesen sind, Nordkorea tatsächlich im Falle eines Falles zu unterstützen. Letztendlich ist es aber so, dass Mao Zedong seine Zustimmung einhält, also dass er Truppen entsendet. Und so werden also 200.000 Mann entsandt, und zwar in Form einer Volksfreiwilligenarmee. Das ist dann also die Bezeichnung für diese Truppen, die dann nach Nordkorea gelangt sind.
Die Chinesen führen jetzt also hier im Norden den Krieg gegen die UNO-Truppen und gegen die südkoreanischen Truppen. Und die Kämpfe, die sind relativ erfolgreich gewesen. Zwischen dem 25. Oktober und dem 4. November 1950 gelingt es den chinesischen Truppen doch, einige Erfolge zu erzielen. Und die US-Truppen ziehen sich jetzt hinter den sogenannten Chongchong-Fluss zurück. Dieser Chongchong befindet sich hier auf der Karte. Und dort ziehen sie sich zurück. Allerdings ist es auch so, dass die chinesischen Truppen sich für einen Moment wieder auf der anderen Seite des Flusses zurückziehen. Denn die Chinesen haben zwar einen Vorstoß erzielt, haben aber zugleich auch große Verluste hinnehmen müssen. Und sie mussten sich erst einmal neu strukturieren. Und ja, sich neu sortieren und konnten dann die Offensive fortsetzen oder wollten sie zumindest fortsetzen. Es ist dann auch so, dass jetzt die Sowjetunion in diesen Krieg eingreift, allerdings nur minimal. Es werden Kampfflugzeuge geschickt von Stalin und dort befinden sich zwar sowjetische Soldaten, sie trugen aber Uniformen der Chinesen und die Kampfflugzeuge waren mit nordkoreanischen Flaggen beflaggt, damit eben nicht den USA klar wird, dass hier tatsächlich sowjetische Kämpfer auf Seiten Nordkoreas im Krieg ja dabei sind. Wie gesagt, Stalin wollte auch eine direkte Konfrontation mit den USA vermeiden. Und nur mal in Klammern gesprochen, dieses Vorgehen, einfach mal das Flugzeug mit anderen Flaggen zu beflaggen, das ist etwas, das im Laufe des Kalten Krieges auch immer wieder vorgekommen ist. Zum Beispiel kam das auch in Kuba vor, wo dann eben sowjetische Flugzeuge kubanische Flaggen hatten. Also das ist nichts Besonderes, dass das gemacht worden ist, dass diese Flaggen ausgetauscht worden sind im Zuge zumindest des Kalten Krieges hier. Im Koreakonflikt hat man also schon mal einen Fall, wo das vorgekommen ist. So, und was passierte dann? Also wir haben zum einen hier die chinesischen Truppen, die sind ja auch durch diese Kreise eingezeichnet, im Grunde ganz gut zu sehen. Und man hat die US-Truppen und UNO-Truppen, die sich zu diesem Zeitpunkt hier südlich befunden haben. Und jetzt gibt es die sogenannte Home-by-Christmas-Offensive, die von MacArthur bestimmt worden ist. Und zwar begann diese am 24. November 1950. MacArthur ging davon aus, dass wenn alles glatt laufen würde, dass die ersten US-Soldaten schon an Weihnachten 1950 nach Hause gehen könnten. Das heißt, im Grunde innerhalb von einem Monat soll dieser Krieg beendet sein und die Chinesen sollten besiegt sein. Das war seine Idee. Das Problem allerdings ist, dass General MacArthur die Truppenstärke der Chinesen deutlich unterschätzt hatte. MacArthur ging von etwa 30.000 Chinesen aus, die sich hier befunden haben. Und es waren in der Tat zu diesem Zeitpunkt 180.000 Chinesen gewesen. Und es kamen über die Grenze dann noch weitere 400.000 bis 500.000 Soldaten hinzu. Das heißt, die Truppenstärke wurde massivst unterschätzt und demzufolge blieb diese Home-by-Christmas-Offensive sehr schnell stecken und die chinesische Gegenoffensive begann dann schon am 25. November 1950. Und diese verlief für die Chinesen letztlich erfolgreicher als diese Offensive der USA. Es fand eine Schlacht hier an diesem Fluss statt, am Chongchon. Diese Schlacht fand zwischen dem 25. November und dem 2. Dezember 1950 statt. Insgesamt kann man sagen, standen sich etwa 250.000 UN-Soldaten, 230.000 chinesischen Soldaten gegenüber. Letztendlich kam es zu einem chinesischen Sieg und damit konnten die chinesischen Truppen bis weit in den Süden, bis im Grunde zum 38. Breitengrad auf dieser Seite vorstoßen. Es gab allerdings auch noch US- und UN-Truppen hier im Nordosten von Korea und dort gab es eine zweite Schlacht, die geführt worden ist. Das ist die sogenannte Schlacht um den Changjin-Stausee. Und das ist eine ziemlich verlustreiche Schlacht für die Chinesen gewesen, auch wenn sie letztendlich gesiegt haben. Diese Schlacht um den Changjin-Stausee sah wie folgt aus. Es waren etwa 40.000 UNO-Soldaten in dieser Region gewesen, die gekämpft haben, und etwa 120.000 chinesische Soldaten standen auf der anderen Seite. Das heißt, die Chinesen hatten etwa dreimal so viele Soldaten gehabt. Es ist aber so, dass die Chinesen sehr große Verluste hinnehmen mussten in dieser Schlacht. Circa 25.000 ihrer Soldaten sind gestorben, beziehungsweise getötet worden. Bei den UNO-Soldaten beträgt diese Zahl dagegen 1029, also liegt deutlich niedriger. Die Chinesen hatten 12.500 Verwundete nach dieser Schlacht zu beklagen. Die UNO-Soldaten zählten 4.582 Verwundete.
Es gab darüber hinaus noch 30.000 Frostopfer auf Seiten der Chinesen. Auf Seiten der UNO-Streitkräfte waren das 7.500, die Kälteverletzungen erlitten haben. Und dann kommen noch 4.894 Vermisste auf Seiten der UNO-Soldaten hinzu. Man sieht aber, die Verluste und Verwundungen sind auf Seiten der chinesischen Truppen deutlich höher als auf Seiten der UNO-Soldaten. Und dass es zum Beispiel so viele Frostopfer gegeben hat, kann man vielleicht auch erahnen, wenn man sich mal dieses Bild hier anschaut von diesen Kämpfen dort. Hier sieht man US-Truppen, die sich in Richtung des Funchilin-Passes begeben am 9. Dezember 1950, und da sieht man, dass es sehr eisig gewesen sein muss. Es liegt doch ein bisschen was an Schnee da. Und es gab zeitweise im Rahmen dieser Schlacht Temperaturen von minus 34 Grad. Und in dieser Kälte kam es dann also zu massiven Frostopfern auf beiden Seiten, aber vor allen Dingen auch auf Seiten der Chinesen. Wie gesagt, ca. 30.000 Frostopfer gibt es da auf chinesischer Seite. Ein sehr großer Teil der Verluste der UNO-Soldaten, der kam dann durch den Rückzug zustande. Der Rückzug war von Seiten der UNO-Truppen doch recht katastrophal gewesen und bereitete den US-Truppen eine schwere Niederlage zu. Also die US-Truppen hatten bis dahin selten eine so starke Niederlage oder eine so heftige Niederlage erlitten. Beziehungsweise war der Rückzug einfach so katastrophal, dass man eben viele Verluste erlitten hat. Und letztendlich war es dann so, dass nach diesem Sieg der Chinesen am Shangjin-Stausee es so war, dass sich die US-Truppen und die südkoreanischen Truppen hier wieder um den 38. Breitengrad aufgehalten haben. Sie haben sich wieder hinter den 38. Breitengrad zurückgezogen. Nach dieser Schlacht um diesen Stausee, die ja nicht wirklich gut lief, ist es so, dass Harry Truman, der US-Präsident, erstmals in der US-Geschichte den nationalen Notstand ausgerufen hat. Das war am 16. Dezember 1950 der Fall. Und Truman ist davon überzeugt, dass Stalin der eigentliche Drahtzieher hinter diesen, Kämpfen ist, und er immer noch also dass Stalin eine bedeutende Rolle spielt, was die Truppenversorgung zum Beispiel betrifft oder was eben die Truppen an sich betrifft. Also Truman geht vielmehr davon aus, dass Stalin der Drahtzieher ist, als dass es die Chinesen seien. Am 1. Januar 1951 beginnt dann eine chinesisch-nordkoreanische Offensive hier gegen den Süden. Also jetzt soll nach Ansicht natürlich der Chinesen und auch der Nordkoreaner sich das Geschick wieder gänzlich umändern, nachdem man wieder im Grunde den Ausgangsstandpunkt von 1950 erreicht hatte. Jetzt sollte es wieder in Südkorea hereingehen. Allerdings ist es so, dass diese Offensive jetzt nicht so verlief wie diese erste Offensive der Nordkoreaner 1950. Es ist zwar so, dass die Hauptstadt Seoul geräumt worden ist von den US-Truppen und von den Südkoreanern und dass man sich ein Stück weit auch ins Landesinnere zurückgezogen hatte und hier eine Linie gezogen hat vom Gelben Meer bis zum Japanischen Meer. Aber es ist dann eben auch so, dass letztendlich der Vorstoß der Nordkoreaner und Chinesen stecken geblieben ist. Also es ging jetzt nicht so weit gen Süden. So, jetzt sollte man vielleicht auch noch erwähnen, dass es einen Wechsel an der Spitze des Oberkommandos auf Seiten der US-Truppen gab. Denn General MacArthur, der forderte unter anderem einen Atombombenabwurf auf China. Denn für ihn waren die Chinesen die Drahtzieher hinter diesem Konflikt, beziehungsweise eben wesentlich beteiligt an diesem Konflikt, und deswegen wollte er einen Atombombenabwurf auf China, und das lehnte die US-Regierung ab. Und letztendlich ist es dann so, dass Präsident Harry Truman ihn am 11. April 1951 abgesetzt hat und entlassen hat, weil MacArthur ja immer noch darauf beharrte, gegen die Chinesen gewaltvoller vorzugehen, und Truman überzeugt war, dass eigentlich die Sowjetunion der Drahtzieher sei. Und Nachfolger von General MacArthur wurde Matthew B. Ridgway, beziehungsweise Bunker Ridgway hieß er. Das wird dann der Nachfolger für den Rest des Koreakrieges. In der Zwischenzeit ist es so, dass nach dem Frost die Offensive der US-Amerikaner und Südkoreaner gestartet wird. Es wird zunächst einmal im März 1951 Seoul zurückerobert. Und dann ist es so, dass der Krieg sich im Wesentlichen hier um den 38. Breitengrad abspielt. Es kommt zu einem Stellungskrieg. Etwas, das bis dahin in diesem Koreakrieg eigentlich nicht der Fall war, dass es
längere Zeit eine Front gab, die dann hart umkämpft war. Eigentlich war es so, erst sind die Nordkoreaner in den Süden vorgestoßen, die Südkoreaner sind dann mit den US-Truppen in den Norden vorgestoßen und die Chinesen jetzt mit den Nordkoreanern zusammen sind wieder weit in den Süden gekommen, bis zum 38. Breitengrad, sogar etwas südlicher davon. Und jetzt ist es so, dass der Krieg hier zu einem Stellungskrieg wird. Und es werden jetzt diverse Schlachten geführt um diesen 38. Breitengrad, aber sie führen nur zu geringen territorialen Veränderungen. Eine dann nochmal relativ verlustreiche Schlacht ist die sogenannte Schlacht von Heartbreak Ridge, die vom 13. September bis 15. Oktober 1951 ausgetragen worden ist. Letztendlich steht da zwar ein Sieg der UNO-Truppen, aber es gibt hohe Verluste auf beiden Seiten. Auf Seiten der Nordkoreaner und Chinesen sind die Verluste höher. Es gab 25.000 Tote etwa. Auf Seiten der UNO-Truppen sind 3.700 Soldaten etwa gestorben. Und das waren also für beide Seiten hohe Verluste. Und deswegen kam so allmählich der Wunsch nach einem Waffenstillstand auf. Denn man merkte auch, in diesem Krieg geht es jetzt für keinen der beiden Seiten nochmal entscheidend voran. Es war dann so, dass es auch noch zahlreiche US-Luftangriffe gab. Und diese Luftangriffe waren auch Angriffe mit Napalm hier in Nordkorea. Und im Zuge dieser Angriffe sind ca. 500.000 bis 1 Million Menschen gestorben. Und hier können wir also im Wesentlichen von Zivilisten ausgehen, die umgekommen sind durch diese Luftangriffe. Und an dieser Stelle kann man auch ganz klar sagen, dass es von beiden Seiten im Laufe des Koreakrieges massive Kriegsverbrechen gab und unter anderem Massaker an Zivilisten durchgeführt worden sind. Wie kam man jetzt zu einem Waffenstillstand? Im Mai 1951 gab es bereits ein erstes diplomatisches Treffen zwischen der Sowjetunion und den USA in New York. Dann traf man sich hier in Kaesong, um die Verhandlungen fortzuführen. Das war am 10. Juli 1951 der Fall. Im Oktober 1951 ging man nach Panmunjom, hier im heutigen Südkorea und auch im damaligen schon Südkorea, und setzte dort die Verhandlungen fort. Und man versuchte jetzt einen Waffenstillstand zu erzielen. Allerdings ist es so: Erstens, während dieser Verhandlungen wurden die Kriegshandlungen fortgeführt. Also es war jetzt nicht so, dass man sich schon mal nicht mehr bekriegt hätte und man erstmal abgewartet hätte, was bei diesen Verhandlungen rausgekommen ist. Und das Zweite ist, dass es zunächst einen grundlegenden Dissens zwischen China, Nordkorea auf der einen Seite und der UNO auf der anderen Seite gab. Und zwar will die UNO keine Zwangsrepatriierung von Kriegsgefangenen. Was bedeutet das? Nun, sowohl Nordkorea als auch Südkorea haben ja Kriegsgefangene gemacht im Zuge des Krieges. Und jetzt ist es wie folgt: Die UNO möchte, dass, wenn zum Beispiel ein Nordkoreaner, der gefangen ist, nicht wieder nach Nordkorea zurückgehen möchte, dass dieser dann auch nicht mit Zwangsmaßnahmen nach Nordkorea geschickt werde. Anders sieht es bei Nordkorea und China aus, die wollten genau das dann aber haben. Das heißt, sie wollten, dass dann ein Nordkoreaner tatsächlich mit solchen Zwangsmaßnahmen nach Nordkorea zurückgeschickt werde. Es gab also, wie gesagt, diesen Dissens und der dann neu im Amt angetretene US-Präsident Eisenhower, der nutzt dann zwei Finten, um die Chinesen doch von seinen Plänen zu überzeugen. Und zwar erstens tut die USA so, als würde sie eine Invasion von China durch Truppen aus Taiwan tolerieren. Und das Zweite ist, dass über den indischen Staatschef kommuniziert wird, dass die USA die Chinesen gegebenenfalls mit Nuklearwaffen bombardieren wolle, wenn es jetzt nicht nach dem Willen der USA eben hier in diesen Verhandlungen weitergeht. Und tatsächlich funktionieren die Finten, die Chinesen stimmen der UNO-Regelung am 30. März 1953 zu. Und so kann dann auch so allmählich der Waffenstillstand geschlossen werden. Es passiert dann noch Folgendes: Am 5. März 1953 stirbt Stalin und das führt zu einer kurzen Entspannungsphase im Kalten Krieg. Und diese Phase wird dann auch tatsächlich genutzt, um ein Waffenstillstandsabkommen hinzubekommen. Am 27. Juli 1953 wird dann dieses Waffenstillstandsabkommen beschlossen. Und zwar ist das ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der UNO und Nordkorea, das dann in Panmunjom beschlossen wird. Und bis zum 27. Juli 1953 gab es im Übrigen noch eine Schlacht, die Schlacht von Kum Song, die von den chinesischen Truppen gewonnen worden ist, aber das waren nur ganz minimale territoriale Gewinne, die dort erzielt worden sind. Das aber nur mal zur Vervollständigung. Es wurde also bis zum Tag des Waffenstillstandes noch Krieg geführt. Und der territoriale Gewinn betrug im Übrigen 167 Quadratkilometer.
Was ist jetzt das Ergebnis? Was ist jetzt in diesem Waffenstillstandsabkommen alles enthalten? Es wird der 38. Breitengrad im Wesentlichen als Grenze zwischen Nord- und Südkorea beschlossen. Es gibt ein paar territoriale Gewinne Südkoreas nördlich des 38. Breitengrades, die dann in Südkorea erhalten geblieben sind. Und wir sehen es ja auch hier, dass auch ein Teil südlich des 38. Breitengrades an Nordkorea gefallen ist. Es wurde eine 4 Kilometer breite entmilitarisierte Zone entlang der Grenze beschlossen und die Verwaltung dieser Zone wurde an die Military Armistice Commission übergeben. Und dann gab es noch eine Neutral Nations Supervisory Commission, kurz NNSC, die dafür Sorge tragen solle, dass keine ausländischen Truppen und keine Kriegsgeräte nach Korea gelangen sollten, weder nach Nordkorea noch nach Südkorea. Und es gab dann jeweils Garantiemächte, die dort tätig waren, die darauf geachtet haben, dass das nicht passierte. Polen und Tschechoslowakei auf Seiten von Nordkorea und Schweden und die Schweiz für Südkorea. So, und jetzt gibt es noch eine Besonderheit zu diesem Waffenstillstandsabkommen. Dieses Video nehme ich am 23. Juni 2018 auf. Aktuell, im Juni 2018, sieht es ja so aus, als würde es vielleicht innerhalb von einem Jahr dann tatsächlich zu einem Friedensschluss kommen zwischen Nord- und Südkorea. Aber es bleibt abzuwarten, ob das auch tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Was man aber insgesamt noch sagen kann, ist, dass dieser Koreakrieg ein sehr verlustreicher Krieg war. Und diese Fotografie ist vermutlich einer der bekanntesten Fotos aus dem Koreakrieg. Hier sieht man ein koreanisches Mädchen auf der Flucht, das ihren Bruder auf einem Rücken trägt. Und wenn man sich anschaut, was die Opferzahlen betrifft, dann sind die ziemlich hoch. Die Südkoreaner haben ca. 1 Million Tote zu beklagen, die Nordkoreaner ca. 2,5 Millionen Tote, die Chinesen haben auch ca. 1 Million Tote wie die Südkoreaner und auf Seiten der UNO-Streitkräfte sind ca. 40.000 Soldaten gefallen. Davon entstammen 36.914 aus den USA. Was aber auf jeden Fall noch zu sagen gilt, ist bei diesen Opferzahlen 1 Million Südkorea, 2,5 Millionen Nordkorea, dass darunter auch eine sehr große Anzahl an Zivilisten ist. Das waren nicht alles Soldaten, die dort gefallen sind. Im Gegenteil, wenn man sich einmal in Erinnerung ruft, was ich vorhin schon gesagt habe, es gab ja diese massiven Luftangriffe mit Napalm, zum Beispiel von Seiten der USA und mit Bomben eben auch auf nordkoreanische Städte. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass sogar der Großteil der Verluste auf Seiten Nordkoreas und wohl auch auf Seiten Südkoreas eben Zivilisten sind, die durch Bombenanschläge, durch Massaker und dergleichen gestorben sind. Also es war ein sehr, sehr verlustreicher Krieg auf beiden Seiten und auch einer, der mit grausamen Mitteln teilweise geführt worden ist. Mit diesen Worten sind wir jetzt am Ende von diesem Video angelangt und so will ich abschließend einen Punkt am Ende von diesem Video setzen.